So, haben wir uns genug angeguckt hier, würde ich sagen. Gehen wir mal weiter. Rattenlampen und Wale. Ich muss den Preis. Das ist alles, wofür wir leben. Wenn ich doch nur nach oben käme, es muss doch Spuren geben. Garten der Boyles. Ja. Wir müssen ja wieder von außen da hochklettern, denke ich. So, na, war da hochkommen, weiß ich nicht. Unmöglich. Hexerei. Was? Ja. Überleg gerade, wie wir da hochgekommen sind. Ja. So, hier hoch, da hoch und da hoch. Zack. Ach ja, richtig. Wir waren ja da an der Kette. Und zack. So, und jetzt werden wir den verbotenen Bereich betreten. Yeah. Weil unser Auftrag lautet ja, können noch mal schnell gucken. Optional schleiche nach oben und durchsuche die drei Schlafgemächer nach Hinweisen. Jo. Das werden wir auch machen. Wo ist hier die Anzeige? Gibt's keine Anzeige? Ah, Mana, schön. Kriegsmedaille der Boyles. Könnte ja hier glatt schon ein Schlafzimmer sein, wa? Erstmal Boyles. Mhm. Werde mit dem ersten Mann schlafen, der mich darum bittet. Oho. Und danach mit dem zweiten. Mhm. Mhm. Das ist das von Esma Boyle. Mhm. Trinken. Trinken? So, was liegt hier noch alles rum für die Rümpel? Hier ist noch eine Truhe. Kleiderschrank ist nix drinne. Hier in den Schubfächern vielleicht noch? Nee. Hm. Hat jetzt nicht irgendwie Aufschluss gegeben, oder? Treppenhaus. Na, dann möchte ich erstmal nochmal da durchgucken. Mhm. Scheint hier der Hauptgang zu sein. Und der kommt jetzt hier. Nee, da kommt der ja. Der kann ja nicht einfach ins Schlafzimmer, wa? So, den werden wir mal hier irgendwie hier so ablegen. Ja, ja, ja. Ich vermisse echt eine Karte hier in dem Spiel, wa? Glas. Das wäre, ja gut, wäre wahrscheinlich dann auch zu einfach. Vor
Fortpflanzung, bla bla bla, könnt ihr euch ja wieder mit Pause durchlesen. Ja, das ist klar. Ich habe keinen Plan, wo ich hier lang laufe. Sagte ich doch. Vier von uns bewachen einen leeren Gang. Was hältst du davon? Entspann dich, wir sind nur für den Fall der Fälle hier. Dass Lady Boyle einen Gast unter die Lupe nehmen will? Nein, da ist etwas im Busch. Das merkt man schon auf der Feier. Jeder ist nervös. Irgendwas kommt auf uns zu. Ich wünschte es mir dermaßen. Kommt irgendwas auf euch zu, ja, das kann man so sagen. So, der geht da lang. Einer kommt sicherlich entgegen, genau. Schubidu. Seh dir das hier an. So, dann kommen wir wieder unseren Betäubungsbolzen in. Ja, komm. So. Wenn wir mal hier alle in die Ecke stapeln. Zack. Und zack, den werden wir auch nochmal richtig hinlegen. So. Hier kannst du. Ha? So, das Bild wird hier so leuchtend angezeigt. Was? Vera Moray und das Affix ihrer Haut. So. Gut. Jetzt müssen wir noch die anderen Schlafzimmer finden. Was nicht so einfach ist. Und einen Nebenraum. Da waren wir drinne. Und hier sind wir hergekommen, richtig? Ja. Okay. Könnte man ja vermuten, dass das da gerade zu ist. Also das nächste Schlafzimmer. Du hast Waverlys Schlafzimmer geöffnet. Oh, Esma, Waverly Boyle. Esma hat mehr als genug Alkohol für die Feier heute Abend reserviert, das wundert mich nicht. Hätte sie nicht einen Drink in ihrer Hand, sie würde vermutlich das Gleichgewicht verlieren. Das kommt für mich nicht in Frage, besonders nicht,
In diesen schweren Zeiten, ach, könnte ich doch nur ganz aus Dunwall entkommen. Denn ich habe eine schreckliche Ahnung, dass mir jemand nach dem Leben trachtet. Waverly. Hm. Schlafzimmerschlüssel haben wir jetzt gerade genommen. Gut, hier gibt's auch nicht irgendwie was uns weiterbringt. Okay. War ja. Okay. So, wo sind wir denn hier? Ist auch ein Schlafzimmer? Mhm. Ah, ein Hinweis. Lydia Boyles Tagebuch. Ich freue mich auf die Feier heute Abend, auch wenn dort so viele langweilige Männer über ihre missglückten Geschäfte reden werden. Was würde ich nicht dafür geben, in dieser schrecklichen Stadt einen feinen jungen Musiker zu treffen? Jemanden, der beispielsweise das Cembalo schätzt und mir ein Lied dafür komponieren möchte. Mhm. Schlüssel zum Tresor. Ja, ist doch hier. Wir haben ja jetzt den Hinweis gelesen. Oder nicht? Hm. Ah, Notiz für Lydia. Lydia, Liebes, hier sind die drei Kleider für ihre Feier. Es schmerzt mich, nicht kommen zu können, aber sie verstehen sicher, warum dem so ist. Ich weiß, sie werden in Rot hinreißend aussehen. Ich habe einen Generalschlüssel für den Dunwall Tower beigelegt. Wenn sie mich besuchen kommen, soll uns kein Hindernis aufhalten. HB. Mhm. So, neutralisiere Lydia Boy, rotes Kleid. Finde heraus, welches Kostüm dein Ziel trägt. Das haben wir ja jetzt erledigt. Okay, töte Lady Boyle. Schleiche nach oben und du suche die drei Schlafzimmer, haben wir auch erledigt. Sehr schön. Na denn, auf zu Lydia Boyle. So, haben sich jetzt hier Wachen. Seit Beginn der Seuche mehr Knochenartefakte gestohlen haben. Stirb, schmutziges Fellknäuel. Da unten. Denke mal, wir werden jetzt einfach runtergehen. Weil das ist unten. Ich hoffe, wir kommen jetzt nicht noch irgendwo Wachen her. So, jetzt sind wir auf jeden Fall erstmal in einer Safe Area. So. Zack. Man kann nicht unbedingt Fallschaden hier erleiden, großartig. So. Können wir wieder normal laufen. Danke für den Tipp übrigens. Ne? Jetzt müssen wir die Tante erstmal finden. So. Verdammte Ratte. Mhm. Lady Boyle, hier ist Zutritt nicht mehr verboten. Ne? Das ist vernünftig.
Entschuldigung. Lassen Sie ihn in Ruhe. Das ist eine Feier. Da ist er. Düdelü, ich guck mir die Lampen an. Dü, schöne Lampen. Schwarz und rot. Die Tasche da ist zwar total stilbrechend, ne? Wo soll man hier ihn killen, Junge? schöne Statue haben sie hier. Und draußen sieht es auch gut aus. Ja, da. Die soll man ja nur töten. Eine Sprengmine oder so. Das wär doch.